Guten Morgen, heute möchte ich euch mal was Neues im Shop vorstellen, und zwar die Foilquill. Die Foilquill ist ein Zusatzprodukt für die handelsüblichen Plotter, aber von We Are Memory Keepers. Das heißt, ihr müsst bei der Sache heute wirklich aufpassen, wenn ihr euch das Gerät kauft, dass passieren kann, dass eure Garantie von den Geräten erlischt, weil wir arbeiten heute mit Hitze, mit hitzeaktivierenden Folien, nicht mit Veredelungsfolien, die eine Basis brauchen, sondern eben mit hitzeaktivierenden Folien, und dafür ist Hitze nötig. Im Foilquill-Set sind drei hitzeaktivierende Stifte enthalten, die mit Adaptern, die eben auch enthalten sind, für Brother, für Silhouette und für sonstige Geräte möglich sind. Ich zeige euch, wie gesagt, nur Silhouette und Brother, weil wir nur diese verkaufen. Hier sind bereits die Adapter aufgeschraubt. Ich habe das ganz einfach aufgeschraubt. Meiner ist sogar schon angesteckt. Das seht ihr daran, dass das Lichtlein an ist. Denkt dran, das Set beinhaltet die Kabel leider nur mit 50 cm. Wer also sagt, mein Plotter ist weiter weg von einem USB-Stecker, weil so werden die nämlich geladen, so entsteht dann die Hitze, bestellt sich bitte gleich ein Verlängerungskabel mit, weil sonst kann es sein, dass ihr euch ärgert, weil einfach das Kabel zu kurz ist. Dabei ist eben auch in diesem Set drei Folienrollen, um das Ganze mal so ein bisschen auszutesten. Ein Washi-Tape, die Adapter für die Plotter und drei verschiedene Stärken. 0,5, die feine, 1,5 und 2,5. Wir machen am besten gleich zusammen mal einen Test, dass ihr euch mal ein bisschen anschauen könnt, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Passt bitte auf, es ist heiß, die Spitzen sind heiß. Wenn sie im Plotter drin sind, ganz wichtig, während dem Aufheizen dauert ungefähr 5 Minuten, da ist eine Platte dabei, schiebt die bitte unter die Spitze, dass eure Schneideleiste oder eben beim Brother der Kunststoff nicht beschädigt wird. Ich selbst habe mir das Ganze auf eine Unterlage für Bügeleisen hier schon mal hingelegt. Ich bin ein Dabbes, deswegen nehme ich es lieber raus, setze es zum Schneiden rein und nehme es danach sofort wieder raus, weil dann bin ich auf der sicheren Seite. Ihr nehmt euer Automatikmesser oder eure Ratschenklinge raus, ist für die handelsüblichen Plotter, es geht bei Portrait, bei Silhouette, beim Cameo, egal welche die Messergrößen passen, ihr habt ja den Adapter dabei. Wie gesagt, bei den Brother-Geräten geht es auch. Es ist auch ein Adapter dabei. Ich habe mir jetzt in dem Fall Kork genommen, weil Papier habe ich schon gemacht. Ich habe es auf Vinyl schon gemacht. Hier habe ich auf eine Flasche auf Vinyl aufgebracht. Den feinen Tropfen. Und ich habe es auf Leder schon gemacht. Wir wissen, dass es auf Holz geht. Ich möchte mir jetzt aber auf Kork schnell noch was machen. Mit euch zusammen. Ich habe mir jetzt aus meinem Fundus ein Stück Kork ausgeschnitten. So, klebe mir den jetzt hier auf die Schneidematte. Dann wird das Ganze bedeckt mit der hitzeaktivierenden Folie. Ihr hättet auch ein Washi-Tape dabei. Guckt nur, dass ihr bitte nicht unbedingt Tesafilm nehmt. Weil gerade wenn ihr mit Papier arbeitet, kann es euch sonst passieren, dass das Papier beim Abziehen vom Tesafilm reißt. So, ich habe mir jetzt hier eine rote ausgesucht. So, müsst aufpassen, wie bei den Veredelungsfolien auch, dass ihr keine Schnitzer drin habt, keine Knicke oder sonst was, dass es auch wirklich schön übertragen wird. Ich habe das ein Stück abgeschnitten. Bedenkt, auch diese klebt schön auf der Schneidematte. Nehmt nicht unbedingt die beste. So, dann macht euch das mit Washi-Tape. Ich nehme jetzt hier mein eigenes. Ich habe es im Set mal schön drin gelassen. Macht euch das gut fest, dass es nicht verrutscht. So, dann legen wir das Ganze ein. Und ich hole euch auf meinen Bildschirm, dass ihr euch das Ganze kurz anschauen könnt. So, ich habe mir nämlich die Blumenwiese ausgesucht. Ich möchte die unbedingt haben. Habe jetzt auch geguckt, dass es wirklich passt. Ich habe sie nicht ganz am Anfang hingeklebt, dass ich hier außenrum eben noch Platz fürs Washi-Tape habe. Ich möchte die Blumenwiese gezeichnet haben. Jetzt schaue ich hier nochmal ganz kurz. Bei 4 unten muss es anliegen, dass es schön aussieht. Machen wir es nochmal schön groß. Genau, so passt es. 4, 4, da muss es hin, sonst ist es zu weit oben. Genau, ziemlich hier. So,
Jetzt gehen wir gemeinsam auf Senden. Ich habe das immer noch nicht eingesetzt. Ich habe mir die Aktionsskizze ausgewählt. Gehe hier auf Skizzenstift, Sketchpen, Geschwindigkeit 6 reicht, Anpressdruck 8. So gibt ihr mir das vor. Jetzt, ich gehe gleich mit euch gemeinsam auf Senden. Ich will euch nur zeigen, wie ihr euch das jetzt vorbereitet. Entweder ihr macht, wie gesagt, jetzt den Schutz raus oder ihr macht es wie ich, setzt jetzt erst ein und geht direkt auf Senden, dass es sofort losgeht. So, wie ihr seht, bin ich fertig. Ich lade mir das Ganze jetzt, nehme sofort den heißen, ich sage jetzt mal, Kolben wieder raus, ziehe mir das von der Matte ab. So. Mach mir die Vizetransferfolie ab. Und wie bei den Veredelungsfolien auch, sind die Partikel übertragen worden. Seite. Hier ziehe ich mir jetzt mal meine Washi-Tapes ab und zeige es euch auch gleich. Ups. Dann könnt ihr sehen, dass die Blumenwiese nun auf dem Korb ist. Es sieht total schön aus. Hier ist es ein bisschen schwierig, das Ganze einzufangen. Aber das war es ja bei den Veredelungsfolien immer schon. So, schneiden wir uns das Ganze zu. Machen eine schöne Dekoflasche draus. Schon habe ich nämlich meine Blumenwiese. In klein. Rund um meine Flasche. Ich mache mir das jetzt ganz kurz. Ich mache mir das dann mit kleinen doppelseitigen Klebeband fest. Hier jetzt zum Zeigen für euch mit Tesafilm, dass es mir nicht runterrutscht. Ein schönes Bändchen noch dran. Und fertig ist die Dekoration. Also in dem Fall habe ich jetzt Kork genommen. Ihr habt gesehen, ich habe es auf Vinyl schon gemacht. Ich habe es auf Papier gemacht. Auf Tonkarton natürlich. Ich habe hier auf Leder. Da könnt ihr euch austoben. Es gibt, wie gesagt, drei verschiedene Dicken. Ich habe jetzt die dünnste genommen mit 0,5, weil es eben eine ganz filigrane Linie war. Ihr könnt natürlich auch mit den anderen beiden Spitzen arbeiten, wenn es ein bisschen größer ist oder eben, wenn ihr Füllungen machen wollt. Hier ist ganz wichtig, ihr müsst euch natürlich die Fülldateien, wenn ihr etwas ausgemalt haben möchtet, selbst erstellen. Das heißt, bei einer Schrift beispielsweise viele kleine Offsets, dass er auch eben eine Linie hat, auf der er fahren kann und übertragen kann. Ja, in dem Fall war es das schon. Es sollte nur eine kurze Vorstellungsrunde sein. Wir machen mit Sicherheit noch eine Sprechstunde dazu. Aber einfach mal, dass ihr wisst, was ist der Foilquill, was braucht ihr, auf was müsst ihr achten. Wie gesagt, passt auf, es ist heiß. Ich nehme es mir immer raus gleich, lege es mir auf meine hitzebeständige Unterlage. Oder wenn ihr es eben drin lassen wollt, schiebt euch sofort wieder, wenn es entladen ist, eure Metallplatte drunter, dass ihr die Schneideleiste und sonstiges nicht beschädigt. Bei den Brother-Geräten ist es exakt gleich. Ihr geht nicht auf Schneiden, sondern ihr geht auf Zeichnen und schon habt ihr den gleichen Effekt. Wichtig, ihr müsst dabei bleiben, weil manchmal, wenn das Material ein bisschen dicker ist, muss man den Druck erhöhen oder eben reduzieren. Beim Kork ist er jetzt ein bisschen weniger gewesen, der Druck. Wenn es jetzt ein dünnes Papier gewesen wäre, hätte ich den Druck wieder ein bisschen hochnehmen müssen. Da wirklich immer dabei bleiben, ausprobieren und niemals das alleine lassen, weil hier ist eben Hitze am Werk. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis bald. Eure Eva für Plaudermarie.